Was? Blub und Steuig? Was ist das? Oh, jetzt Blub. Hier? Krass. Warum werden die einfach alle gezeigt? Ich glaube, die testen nur. Ah. Aber der hat schon krasse Arme. Ja, ich schwöre. Kann man schon sagen. Oh, ich glaube, es geht los. Aha! 30 gegen Nexty. Okay, geil. Mann. Okay, Mann. Ey, Layout sieht auch brutal aus. Layout ist super fresh. Haben wir gestern Abend noch bis spät in die Nacht hier mit Kang zusammen rausgewerkelt. Wenn ihr mal genau darauf hinachtet, oben diese Neonröhren, die leuchten so. Ist also schon krass, Alter. Wow. Ah, okay. Okay. Was ist das für ein Matchup, Alter? Gucken wir uns mal an hier. Also ich weiß jetzt schon mal, Nexty hat als Ziel, keine Interaktion zu haben. Und ja, Ferdi hat als Ziel, immer A zu drücken. Mal schauen, welche von beiden. Ah, okay, Falco ist schon ein Mächtig-Charakter, kann man schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Anscheinend weiß er noch nicht genau, welche Kombos gehen, weil man immer so ein, zwei Hits und dann schon direkt ein paar Whiffs. Oh man, diese Up-B ist so nervig. Ich hab gehört, das ist ein Gimmick. Wie ist ein Gimmick? Wenn es als Approach genutzt wird, so. Als Approach? Okay, kann sein. Aber wenn der jetzt zum Beispiel von der Ledge kommt, ne, wie gerade eben. Ja. Und vor allem Falco ist ein langsamer Charakter. Mhm. Das heißt, sau schwer, das zu punchen. Ja, das stimmt. Der muss schon viel früher da losrennen. Das werden wir wahrscheinlich noch ganz oft sehen. Gegen mich hat er es auch ziemlich oft gemacht und das ist echt hart zu punchen. Okay. Ich glaube, jeder muss wissen, wie er die Blöcke kaputt macht. Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Der weiß so Bescheid mit seinem Downbe. Das ist echt wichtig bei einem Matchup. Frage ist, ist es wirklich so toll mit Downbe? Oh nein! Oh, untackable. Da kann man nichts machen als Falco. Ja, als Falco bist du RIP, Alter. Okay, ja. Das heißt, dein Gameplay darf sein, nicht offstage gehen. Nein, 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 falsch. Ja, okay, aber die Downer war ein bisschen ambitious. Ja. Okay, was passiert hier? Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, der kann Iron mehr, okay. Das ist auch wichtig beim Matchup, immer diese Ressourcen zu wissen. Ja, Mann. Ja, aber da muss man erstmal drauf planen. Wow, so schnell. Ah, der wollte Up-Air machen, damit er nicht in Dings kommt, in Tumble. Und dann wusste er nicht, wie hoch Falco springt. Der hat da muss man echt aufpassen, weil auch Offstage ist auch so. Der kommt da hin und dann macht er irgendwie seine Fair. Und er geht erst ganz tief unter dir und denkt man, du bist. Weil man springt genau, und holt dich trotzdem. Du bist so ein Charakter wegen seinem Jump-Height, das ist echt krass. Da, hat wenig Leck gehabt. Ja, war hart. Ja, er hat es trotzdem gepunished. Ja. Immer gut. Okay. Ich glaube, er kann mit dem Grab auch. Wow! Okay, Alter, was ist das einfach für ein Frame, Alter? Das war super schnell. Ja, einfach Jump gecatcht, ne? Einfach Jump gecatcht. Oh, schön! Oh. Okay, da hätte man, denke ich, was machen können. Hat ein bisschen er ist irgendwie nicht so ready gewesen bis jetzt, der Ferdi. Okay, Edgeguard. Da muss man aufpassen bei dieser Card. Back air. Oh, was? Steve? Ich dachte, er wieder mit. Oha, okay. Nein! Okay, what the fuck, geht er ab? Was macht der da unten jetzt? Was? Nein, der schafft das. Okay, ich dachte, der macht so, jetzt überlebt. Ich dachte, der macht so Mario-Likes, holt Sturzflug und geht auf der anderen Seite hoch. Ah, das kann der sogar machen, gell? Das geht bei Smashville oder so. Ah, hast du gesehen, auf Holz konnte er nicht durchgehen mit Downbeat. Ja, war das Holz, ja. Da muss man auch wissen, wie stark sie sind. Das ist auch krass, ey. Downbeat von Falco ist schon schwach. Oh, oh. Das muss man halt wissen, wenn du gegen Ferdi spielst. Er will so schnell wie möglich aus dem Disadvantage raus. Und wenn man das weiß, dann muss man immer wieder diesen Side-B einfach abfangen und so. Und ich glaube, Nexty spielt von Natur aus schon so, dass er das einfach. Ja, dass er eh schon bereit ist. Genau, dass er eh schon so bereit ist. Ich glaube, das ist gegen Falco so ein ziemlich wichtiger Aspekt. Ja. Wenn man eine Edge kann will, muss man halt immer diese Side-B covern, die von oben kommt. Oh. Und jetzt? Was war das? Ich habe keine Ahnung, was da eben von der Interaktion war. Down-Til ist. Okay. Der versucht in diesem Two-Frame. Okay. Der nächste Side be killed. Oh mein Gott! Richtig schön gepunished. Das ist so das gut gegen Falco. Ey, ich glaube, das ist hart, ne? Weil, guck mal, Down Smash ist so gut für einen Side B. Ja. Dann, davor, was er gemacht hat, einfach, wenn er abgemacht hat, einen Down her, genau. Oder dieses kleine Feuer reicht ja manchmal auch schon mit Down. Das ist krass, Mann. Anscheinend Steve kann ziemlich gut. Er darf niemals offstage kommen. Er muss super stage stehen. Immer von oben recovern, aber da wird er auch gepunished. Aber besser als zu sterben. Besser als zu sterben, auf jeden Fall. Ja. Okay, ja. Mal schauen. War aber schöner Punish von dem. Vorher hat er es auch schon versucht, links, mit der Down Smash auf die Side B. Ja. Und da hat er das Timing ein bisschen verkackt, weil Falcos Side B ist sauschnell, so im Vergleich zu Ja. Und hier perfekt getimed. Ich glaub, Uiuiuiui. Und ich glaube, der Down Smash bleibt eh so ein bisschen länger draußen. Bestimmt. Ja, der hat gesehen, Side B direkt mal. Das war eigentlich ein Read. Man muss eigentlich, sobald man dieses Ding hört, muss man schon den Input machen. Ah, okay. Das darf ich noch nicht drauf geachtet. Ja. Oh. Down throw, okay. Okay. Wir haben ich glaube, noch nicht so viele krasse Steve-Kombos gesehen. Ja. Weil ich dachte, das wäre so ein Ding mit Steve. Ja, gut, der ist ja auch noch relativ neu. Also der Charakter ist ja noch relativ neu. Weißt du, offline gab es auch noch nicht. So, es würde mich auch irgendwie wundern, muss ich ehrlich sagen. Wenn der jetzt direkt so die Kombos raushaut. Genau, wenn die jetzt anfangen gegen jeden Charakter so. Ja, stimmt. Wow. Das war schon mal eine Kombo. Das war schon mal etwas. Ja, okay. War zwar nicht so lange Kombo, aber die hat reingehauen. Nein, das darf er nicht machen. Weißt du, er muss. Ja, safe okay. Bleiben. Ja, da stand Steve auch ziemlich weit von der Ledge weg. Der hätte auch einfach in die Ledge gehen können. Genau. Stimmt.
Das Upsmash hätte wahrscheinlich gar nicht gekillt. Der Downtilt on Shield ist crazy. Ja, ist sogar plus irgendwas, habe ich gehört. Ja, okay, ja, ich hab, das ist einfach super, super safe. Ich renne einfach weg, wenn der mal Downtilt auf mein Shield macht. Oh. Okay. So, und jetzt? Ah. Das ist auch so ein Ding. Du musst auf diese Minecart immer achten. Und schon antizipieren, dass die da von oben kommt. Komm. Und dann nicht shielden, ey. Weißt nicht shielden, genau. Drüber springen, versuchen zu punishen, wenn der es macht. So. Oh, wie schön! Das war so ein typisches Setup, ne? Ja, Mann. Entweder er springt oder er macht Rolle. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, Ferdi ist ein bisschen hilft. Oh, mein. Ja. Ich glaube, der kommt nicht so klar, ne? Das vor allem auf die Side-B. Grab. Okay. Ja, aber der. Der wollte alles, ey. Aber nee, ich bin halt patient, weißt du? Und der andere will den Rushdown so ein bisschen, aber das klappt nicht. Ja. Das ist hastig. Zu hastig. Nein, okay. Das hat man schon. Oh, also in die Granate rein. Oh mein Gott, einfach gegrabt. Einfach aus dem Mann gegrabt. Das ist ein Three-Stock, ich schwör's dir. Hart. Was macht ihr jetzt? Jetzt noch mal? Nee. Oh mein Gott! Das war ein geiles Setup. Shit. Das geil. Was hat er gemacht am Ende? Der hat einfach die TNT geabtiltet. Ja. Ja. Und dann ist explodiert und ist ja hochgeflogen, TNT. Aber warum ist es explodiert durch Uptilt? Was? Warum ist es durch Uptilt explodiert? Gute Frage. Muss man der nächste fragen, ne? Weil entweder braucht man Feuer oder Redstone oder halt das Signal, weißt du? Also ich denke mal, das kommt mit Timing. Das kommt mit Schaden drauf, denke ich, ne? Und dann. Und Feuer. Und Feuer kommt der explodiert direkt, ne? Und Redstone halt, ne? Wenn du dieses rote B gedrückt hältst und das Kabel legst und dann die Plattform berührst. Ach so, ja, genau, das gehört auch dazu. Hat er das gemacht eben? Ich hab echt keine Ahnung. Nee, da einfach Abtilt gemacht und das ist hochgeflogen. Yeah, ja, ich denke mal, das war vielleicht einfach Timing-Sache, weil es hat schon geblinkt. Das kann sein. Okay. Davor hat er immer zweimal die Rolle gepunished und dann, der wusste einfach, okay. Das war so wie mit seinen Snake-Down-Beasts, so richtig sneaky einfach. Ein richtig sneaky Typ. Ja. Oh, und da muss er halt auch ready für den Punish dann auch sein, ne? Mhm. Jetzt kriegt er viel zu viel. Oh. Ich jetzt muss man smacken. Wow! Was los? Ist das true oder was? Nee, der ist ja. Also, Falco ist ja rausgekommen. Ja, stimmt. Also, stimmt. Wieder doppelt. Also, diese Jab-Combos sind, glaube ich, ziemlich fake. Okay. Da kann man viel SD ein. Hast du gesehen? Der hat gegen seinen Block getaggt eben. Das ist auch cool. Ja. Kein Eis. Das müssen wir auch mal im Hinterkopf behalten. Eis, ob der Eisen hat oder nicht. Scheiße, er darf auch nicht extra offstage gehen. Er sollte lieber onstage bleiben. Ja. Okay. Ja, und jetzt. Oh, wow! Wunderschön, Alter. Okay, Weiß ich jetzt nicht, stimme ich jetzt nicht ganz. Oh, was war das? Kein Walljump oder was? Ich glaube, der Walljump, aber war nicht nah genug dran. Ah. Das denke ich. Das. er versucht immer niedrig irgendwie zu gehen, um ihn zu punishen, und dann kommt die Minecart von oben und dann wird er gepunished. Ja, ich glaube, ihr sollt einfach mal ein bisschen warten, oder? Also ich meine, man kann ja auch drauf reagieren und einfach drüber springen, wenn man auf der Stage ist. Aha. Ja, man, das ist auch super geil. Muss halt nochmal machen dann, ne? Ja, oder shielden, also ich meine. Also. Oh! Und nochmal! Oh! Was hat er gemacht? Was? Ich hab hochgekommen ist. Hat der. Hä? Der hat TNT, glaube ich, kurz gelegt oder so. Und dann hat er Side-B gemacht, gesprungen, Up-B und dann so ein komisches Zoom gemacht. What the hell? Tot! Okay. Junge, keine Chance. Ich hätte auch nicht gecheckt, oder? Hast du es gecheckt? Wo kommt der? Hat der irgendwas gebaut oder so? Wer? Hat sich einfach so einen kleinen Elevator oder so gebaut, glaube ich. Weißt du? Ich glaube, der hat TNT gemacht und dann baut's ja so. Wow. Weil ich glaube, da unten kann der halt nicht bauen, gell? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, der hat TNT gemacht. TNT? Ich glaube, der hat TNT kurz gemacht. Vielleicht Downer oder so? Kann man dann nochmal springen oder so? Ich weiß nicht. Könnte sein. Da war auf jeden Fall so ein Hops unten. Okay. Ah, da. Tot. Okay. Das ist ein richtig guter Move gegen Dankeschön, 3-0, oder? Ich glaube, das war's schon. Ja, das war. Das ging auch schneller, als ich gedacht habe. Das hat man sich schon bei den. Weil Ferdi will kämpfen und fighten und Nady will nicht kämpfen und fighten. Und wenn die beiden Mindsets gegeneinander kämpfen, gewinnt der nicht kämpfen will. Okay. Deswegen, du hast vorher gesehen, ne? Ja, das war von den Menschen einfach. Steven weiß Bescheid.